Yeah, huh? Now we will talk something on the Hinayana, no, Theravadhyana, a little bit Theravadhyana, and then Bodhisattvayana. Mm-hmm. Ich über das Theravada sprechen und dann über das Bodhisattva-Jana. Mm-hmm. Theravadhyana practice is more for quick result to get out of the samsara. Mm-hmm. Yeah? Could renounce the samsara. Das Theravada-Fahrzeug oder Jana ist das, wodurch man schnell aus Samsara heraus befreit werden kann. For a very quick result, they will achieve. They do so much of the Shinne practice. They have a very profound Shinne practice, very, very skillful Shinne practice they have. And after that, then they do the Vipassana practice, also very, very profound one they have. And they achieve everything within some time. Das heißt, die Resultate zeigen sich sehr schnell. Sie haben sehr effektive Methoden, was Shamatha betrifft, also Geistesruhe, geschickte und tiefgründige Mittel dafür. Und dann darauf aufbauend auf sehr geschickte Methoden des Vipassana oder der klaren Einsicht, wodurch sie den Zustand der Befreiung schnell, innerhalb ziemlich schneller Zeit erreichen. They know very well about the cause of samsara. And then when they found the cause, then they found the cure. That's the how. Actually, all the enlightenment practice is based on that. Mm-hmm. First, they found the cause of the samsara. And when they found the cause, then accordingly, they found the cure. Yeah? Sie sind sich sehr dessen bewusst, was die Ursache für Samsara ist und haben, nachdem das völlig klar ist, auch die entsprechende Heilungsmethode davon praktisch ist klar. Eigentlich ist es die Grundlage für jede Art von Praxis, die zur Erleuchtung führt. So, first, the problem they try to solve out is agitated mind, the agitations in the mind. Das erste, woran Sie arbeiten, das erste Problem, das Sie lösen mit Ihrer Praxis, ist geistige Unruhe. Yeah, that is their targets. They use all the methods to cool down your mind. Darauf ziehen Sie also ab. Sie verwenden die Methoden, um den Geist zu beruhigen. Yeah, then when they got control over the agitations, you know, then they will a lot of stability is in the mind they will achieve, and on that base then they built up all kind of Shinne stage. It's a very profound Shinne, and they it's a, you know, not limited. Damit kontrollieren Sie also Ihre Emotionen. Wenn Sie damit Ihren Geist in sich stabilisiert haben, dann darauf aufbauend erreichen Sie verschiedene Tiefen von Geistesruhe, von Shinne. That Shinne, then they use that Shinne, the stability of the Shinne, then they aim on different kind of emotions, or to destroy the emotions, or they use this to develop certain different qualities of the Shinne. Und sie benutzen dann diesen stabilen Zustand der Geistesruhe, um damit mit den Emotionen umzugehen, sie zu verringern oder zu überwinden, oder auch um bestimmte Qualitäten, die aus Geistesruhe heraus entstehen, hervorkommen zu lassen.
For instance, certain shine you call namkathaye, yeah? Mm-hmm. It's just a term, title, yeah? Or namshe thaye, thayeva, means, how do you say? A space lag first. Yeah, then. Can you try that? Mm-hmm. Yes. Dann gibt es für die verschiedenen Tiefen der Geistesruhe spezielle Namen. Das eine ist zum Beispiel die raumgleiche Geistesruhe oder die Geistesruhe jenseits vom Bewusstsein und so weiter. Das sind verschiedene Begriffe, die dafür verwendet werden. How do you say in English for Namkathaye? Limitless consciousness. Namka is sky. Yeah? That's space like. Space. Namkathaye? Space like. Space-like. Yeah. Namshethaya. Unlimited consciousness. Unlimited consciousness, samadhi. But unlimited consciousness, samadhi, then better. Mm-hmm. Unlimited consciousness can be our samsara consciousness also, mm-hmm. isn't it? Unlimited. But samadhi of the unconsciousness. No, not unlimited. Yeah, not unconsciousness. Unlimited. So, das war das Wortspiel. Also Samadhi oder tiefe Meditationszustände, die dann jeweils benannt werden, raumgleich, grenzenloses Bewusstsein, immer in Verbindung mit Samadhi. And then on top of that, the ba mebe tingenzin. Ba mebe tingenzin na karsegde. Egolessness, Mari? Yeah. But some better than that, do you have, no, in English? Yeah, but without clinging to yourself then. No, please say that in English also. In particular term. Dann the name of that, Vipassana. Yeah? Das Samadhi, das heißt die Ebene von Samadhi, von Vipassana oder klare Einsicht, die Ichlosigkeit erkennt. That which realizes the lack of a self. Yeah. The stability you have, yeah? The mind can be in a very, very stable stage. Your mind is very powerful now, very sharp, you know. It can go boundlessly, you know, no bound, that very, very clear now. Then you aim on different targets. For example, ego or self attachment. You know, when they aim on that, then they can go into limitless about it, the no ego, yeah, type of space, no ego there, but not just a bank on something blank there, no ego, not that, you know, it can go more profound in that. The view is a boundless view you have there. An dem Punkt ist der Geist sehr stabil, sehr kraftvoll, auch sehr scharf, sehr präzise. Und grenzenlos. Und dann diesen Geisteszustand richtet man dann auf bestimmte Ziele aus, wie das Erkennen der Ichlosigkeit. Dabei ist aber jetzt nicht gemeint, dass einfach nichts da ist, so ein blankes Nichts, sondern vielmehr Qualität von Tiefe, von Erkenntnis der Ichlosigkeit.